herzlich willkommen bei Echten TV. Ich bin der Andi und ich habe heute ein paar Produkttests eingepackt und die ich euch zeigen möchte. Als erstes zeige ich euch Green Tornado. Das ist ein Abflussreiniger. Wie man von der Größe aussieht, sind es nur 100 Gramm. Diese 100 Gramm kosten aber schon 25 Euro. Die sagen natürlich, dass es gut für die Rohre ist, auch für Plastikrohre soll es gut geeignet sein. Aber wir schauen uns einfach mal an, wie sich das so macht. Und ja, ich öffne mal die Dose. Vom Duft her ist es echt viel angenehmer als der normale Rohrreiniger. Der normale Rohrreiniger stinkt mir wirklich so ätzend. Ich habe hier schon unseren normalen Auffangsiebträger schon weggetan, damit wir einfach ein bisschen Zeit sparen. Ich gebe jetzt was in den Abfluss rein. Man merkt auch, dass der arbeitet. Und das ist wirklich ein Nachteil von diesem Rohrreiniger. Er schäumt ziemlich auf, wie wir hier sehen. Er schäumt ziemlich auf und er soll ja in den Rohren arbeiten und nicht außerhalb der Rohre. Und ich finde es einfach, naja, vom Ergebnis jetzt nicht so optimal, wie es mir gerne vorstellen würde, dass er wirklich nur in den Rohren arbeitet. Es ist auch wirklich viel im Waschbecken drin. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir das Wasser einfach abfließen lassen, wie das einfach läuft. Wir sehen vom Ergebnis, diese ganze Masse, ich hänge sie noch rum. Man muss nachhelfen. Das verdreckt den ganzen Waschbecken. Das mache ich mal aus, aber dem ich halt. Also das verdreckt den ganzen Waschbecken, man muss wirklich nachhelfen. Und es ist für mich echt zu viel Arbeit, sage ich euch ganz ehrlich, dass ich noch hier noch den ganzen Dreck wieder wegmachen muss. Also, das ist gut, es riecht angenehm, das Produkt, es ist nicht schlecht, es ist wahrscheinlich schon besser als die herkömmlichen Rohrreiniger. Aber wenn ihr so viel Arbeit macht, dann sage ich euch, kauft euch das lieber nicht, sondern kauft euch lieber den herkömmlichen Rohrreiniger. Dann habt ihr auch mehr und der kostet auch nicht so viel. Also, da das Produkt doch wirklich für die Rohre besser ist als herkömmlich, würde ich trotzdem 3 Sterne geben. Aber ich würde vom Kauf grundsätzlich abraten. Gut, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Produkttest. Bis gleich. So, jetzt nochmal ein Nachtrag zum Rohrreiniger. Ich habe es gerade nochmal alles sauber gemacht. Und wir sehen, der hat wirklich alles blitzeblank sauber gemacht. Also, so sauber sieht selten aus und das Ergebnis ist wirklich sehr gut, das kann man nicht sagen. Aber für 25 Euro ist es doch ein bisschen teuer. Gut, bis gleich. Servus zum zweiten Teil des Produkttestreihe heute. Ich habe hier vor mir liegen Unterdeckscheiben. Insgesamt hat mein Baguette 180 Stück. Diese Unterdeckscheiben haben alle eine Maßeinheit von 70 x 70 mm. Und die Dichte ist von 2 mm bis 20 mm. Genau, also die sind wirklich aus hochwertiger Buche. Die sind wirklich sehr stabil. Man kann da wirklich in der Schreinerei damit arbeiten. Man kann damit wirklich im Fensterbau arbeiten. Man kann da wirklich wundervoll schön mit dem arbeiten. Die sind auch gut für die Temperaturbeständig. Die sind wirklich maßgenau, die halten auch bei Nässe, bei Wärme, bei Kälte, die halten wirklich sehr viel aus. Man sieht auch hier die dicken Klötze, die sind ja wirklich sehr stabil. Das ist Buchenholz, das ist wirklich Vollholz, das ist wirklich hochwertig. Und damit kann man wirklich arbeiten in der Schreinerei, beim Fensterbau. Man kann sie als Unterlegplatten benutzen, wenn irgendwas wackelt. Für den Bodenbau, man kann die wirklich sehr viel nutzen. Man kann die aber auch natürlich nutzen, wenn man damit kreativ werden möchte. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man einfach
Kreativität freien Lauf lassen kann. Ich kann mir vorstellen, dass damit Kinder was basteln könnten. Also, ich würde sie nicht nur im handwerklichen Bereich einsetzen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie wirklich auch in anderen Bereichen gut einsetzbar sind. Diese 180 Stück kosten bei Amazon 75 Euro. Die sind derzeit nicht verfügbar. Es gibt sie in Einheit von 80 Stück. Ich werde euch beides verlinken, die 180 Stück und die 80 Stück, damit ihr einfach seht, wenn ihr sie braucht, könnt ihr sie gut bestellen. Die sind wirklich sehr stabil, sehr gut. Also mir gibt es wirklich 5 Sterne, weil sie wirklich sehr gut sind. Sie riechen auch nach Holz, vor allem hier das Naturholz. Riecht voll nach Holz, weil es wirklich vollwertige Buche. Damit kann man nichts verkehrt machen, auch wenn man wirklich im handwerklichen Bereich arbeitet. Gut, das war für diesen zweiten Teil. Wir sehen uns gleich im dritten Teil. Bis gleich. Servus zum dritten Teil unseres Produkttests heute. Ich habe jetzt hier Mönchpfefferkapseln. Die sollen angeblich die Frauen helfen bei ihren monatlichen Beschwerden. Die sollen auch die Frauen unterstützen bei ihrem Kinderwunsch. Warum nur angeblich? Diese Mönchpfeffer ist noch nicht wissenschaftlich erforscht und noch nicht wissenschaftlich erwiesen, dass es wirklich helfen soll. Es sind in der Packung 60 Kapseln, die kosten knapp 14-15 Euro. Vom Preis her kann man sagen, ist es noch angemessen. Dieses Döschen ist voll aus Plastik. Das Gute ist, dass es ein dunkles Döschen ist. Wenn es wirklich helfen soll, dann sind diese Kapseln geschützt. Ich habe hier auf meinem Tablett schon eine Kapsel aufgemacht, das ist ein weißes Pölferchen. Mal ein bisschen gucken. Wirkt eigentlich nach fast gar nichts. Genau. Ihr seht, die Kapselumhüllung ist einfach nur eine Kapselumhüllung. Wenn man die nicht so gut verträgt im Magen, kann man die einfach aufmachen und das Pölferchen auch so einfach trinken. Die Kapsel, die ist wirklich noch komplett zu, ganz normal. Die ist einfach mit dem Inhalt, die Kapsel habe ich den Inhalt ein bisschen rausgetan und habe die hier einfach auf dem Tablet. Also dieses Zeug schmeckt nach fast gar nichts. Ob das hilft, keine Ahnung. Du kannst es ja gerne probieren, wenn du Erfahrungen damit gesammelt hast, würde ich mich freuen über einen Kommentar. Preislich kann man es einfach mal ausprobieren. Dafür einfach mal vielleicht so mittelmäßig bewerten, 3 Sterne vielleicht, weil einfach das nicht erwiesen ist. Und Preis-Leistung ist es okay, dafür einfach 3 Sterne. Und wenn du Erfahrungen damit gesammelt hast, wenn es dir vielleicht geholfen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar sehr freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du ein Abo da lässt, ein Like da lässt. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dann, euer Andi.